Oha, das ist mir jetzt ja schrecklich unangenehm. Da habe ich das Falsche. Oh Mann, da habe ich noch. Ist schlecht vorbereitet hier. So wollte ich das haben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute auf San Andreas Legacy wieder. Kurz vor der PD-Besprechung. Wir haben heute Abend Besprechungen und da werden so einige Themen besprochen. Und da will ich nicht zu viel spoilern. Da wird ein bisschen was passieren. Alte Gesichter sind wieder dazugekommen. Und dann mal sehen, was sich alles hier so ergeben wird. Falsche Szene. Die wollte ich haben. Und ich mache die Musik mal einen Tick leiser. Die echt laut ist, ey. So. Wo ist denn mein Ausweis von ihm? Den habe ich jetzt bekommen. Dann geht doch Guten mal da Tag. weg. Ah, perfekt. Und dann werden noch so Aussagen hier rumgeschmissen, ich krieg alle Platzverweis. Genau. Der hat doch gesagt, ich bin scheiß Ausländer. Ja. Gut, dann kleinen Moment. Ich bin Der hat sofort wieder wieder 5 da. Promille, der Idiot. Ich kann mal ganz kurz überprüfen. So Aussagen wie gehen dein Shisha-Bar-Café zurück und so. Naja, der hat doch gesagt, für mich zahlt der Steuern. Bruder, ich verdiene mehr als du. Na, Fifi, wie geht's? Ja. Ja, mach mal Sitz, Fifi, ja. Ja, feiner und ja. Wie heißt denn der Köter? Der Der Trainee, Vorsicht, der Gesichtstattoo heißt er. vorsichtig, den Köder zu nennen, also mag Frank überhaupt nicht hören. Frankie, du bist ein ganz feiner. Richtig feiner bist du. Oh. Ja, Frankie mag den nicht, Bruder. Ich glaube, der hat kein Problem mit mir, sondern mit dir. Ich glaube, du meintest auch Nein. nicht, ich glaube, du meintest auch nicht den Hund, sondern ihn eher, oder? Ja, hast du recht, habe ich mich vertan, Entschuldigung. Hallo? Jolene. Ey, Kunde, bleib mal stehen, wer bist du überhaupt? Mach mal die Scheiße aus dem Das Gesicht. ist Ramuya Nee, das ist 2023, der ist diverse. So. Ramu, das kannst du gleich aus dem Gesicht nehmen. Sag ich dir, und das Barett nimmst du auch ab. Ramu hat gesagt, Super. er darf das. Der darf das ja nicht, der ist Trainee. Bukan hat ihm das erlaubt, hat er gesagt. Magst du mir meinen Ausweis auch wieder zurückgeben? Ja, kleinen Moment, ich schreib grad noch auf. Okay. Wie ist es dir in der Zeit so ergangen? Ja, ganz gut, ganz gut. Ganz Ja, gut. Und dir? Leben läuft. Ja, läuft alles. Vergesst mich gleich. Beruhig dich, Costa. So, gut. Erstmal den Ausweis zurück. Dankeschön. Dankeschön. So, dann bräuchte ich nochmal einen ganz genaueren Sachverhalt, was vorgefallen ist. Okay, kein Problem. Das kann ich natürlich gerne machen. Ich Ui. sag Ihnen das detailliert, ja? Ja. So. Ich bin der Herr Vorgangshinz und sein Streifenpartner haben absolut keine Hobbys, deswegen haben die uns alle 5 Minuten belästigt. Dann bin ich denen hinterhergegangen, nachdem die im Geschäft waren am Meeting Point, was zu essen geholt haben, hab denen nur eine Dose Sprite gegeben, hab gesagt, hey, jetzt hast du auch was zu trinken, jetzt mach dich ab. Dann ist er ausgestiegen und meinte, ich hätte ihm eine Flasche Berliner Luft gegeben. Dann hat er die vor uns hingestellt und die war so am Knistern, ne? Wir haben uns da nichts gedacht, weil weiß, was der so macht. Dann ist er weggefahren und auf einmal ist das Ding in Flammen aufgegangen und die Dame gleich mit. Okay. Und Sie alle waren dabei, ja? Ja. Also hier rechts von oder rechts von mir. Gut. Aber wir mussten die leider bei dem Typen, der bei Form die vor der Tür steht, verarzten lassen. Der kann da vielleicht auch noch eine Zeugenaussage machen. Der steht da ja 24/7. Ja. Ja gut, dann ist das zur Kenntnis genommen. Schreiben wir auf. Dann Wichtig. wird das weiterhin. Ja, was ist Ich habe die wichtig? Feuerwehr dann gesehen und habe denen gesagt, Meeting Point Feuer, ne? Und die haben das auch gelöscht. Also die können sie auch fragen. Das war ein richtiger, ne? Naja, die ist sowieso jetzt bei uns im Haus. Okay, super. Ich habe noch eine Frage. Ja. Darf ich den Hund streicheln? Tatsächlich leider nicht, nein. Ach, du weißt doch, wie das mit Doch. Hunden ist. Ja, ich weiß das, Der aber ist so trotz süß. dessen geht Willst du das den nicht. blonden Hund streicheln oder was? Ach, geh weg. Nein. Oh, guck mal, wie süß der ist. Nee, der blonde Hund hat zu viel Haare. Ist ein Pudel. Da Gut. geht irgendwas Also, wie auf. gesagt, Der wir haben das ist. soweit aufgenommen. Kümmern wir uns drum. Und dann werden Streichel sie einfach und renn weg. demnächst Nein. informiert drüber, ja? Ist Aber wo kommt der eine her? Frage. Ja. Das ist süß. Hatten Sie gerade Angst vor uns?
Tatsächlich nicht, nee. Ich musste eigentlich Farbe. Schnell zum PD wegen der Besprechung, die wir gleich haben. Nächstes Mal schieße ich ein bisschen. Können Sie bitte, wenn, hallo, Sie können ja noch Notizen beischreiben jetzt, aber was ist das denn, dass dieser Besowski dann auch sagt, das wäre kein Vorgesetzter da? Jetzt stehen hier schon zwei Vorgesetzte von dem. Drückt uns Hausverbot rein. Ja, ich wollte schon einen Platzverweis geben, der Idiot. Ich bin tatsächlich, bevor ich den Funkspruch mitbekommen habe, mit dem Vorgesetzten, bin ich gerade erst in der Tür reingekommen. Und der Herr Blond? Was mit dem Blondie da? Mit dem Pudel? Der war doch vorher schon, er schon da ist. Ich war mit Papierkram beschäftigt und habe die Anweisung im Vorhinein gegeben, ich bin nicht erreichbar. Lüge. Das meinen Sie jetzt ernst? Ja, aber er hat uns trotzdem. Sie wissen schon, dass die Bürger ein Recht haben, den Vorgesetzten von irgendeinem Piss-Officer zu bekommen. Das ist richtig. Und wenn ich dann noch Zeit habe, kriegen Sie auch die Zeit von mir. Zeit haben Sie sich zu nehmen. Sie haben immerhin ein Gelübde unserer Bürgerschaft gegenüber abgegeben. Das ist richtig. Wenn ich meine Arbeit erledigt habe, dann bin ich für jeden verfügbar. Dann hätten die Jungs auch von mir die Anweisung gekriegt oder ich hätte den Funkspruch gebracht, ich bin wieder da. Ja, ich bin verfügbar. Aber Sie vergessen eine Sache. Meine Blitzerrechnungen bezahlen Ihr Gehalt. Das bedeutet, dass wir Ihr Chef sind. Und wenn wir sagen, Fifi, bei Fuß, dann kommen Sie her. Warum darf ich das? Das werde ich so nicht tun. Weil das ein Dienst und ist. Ja, und? Aber ja, ich versichere Ihnen, wenn meine Zeit das zulässt, ich bin auch andersweitig gebunden und auch dementsprechend bin ich ja nicht nur für Sie da, sondern für alle anderen Bürger ja auch. Ich verstehe nichts. Das bleibt bei einer Abmahnung, ne? Also es gibt heute eine mündliche Verwarnung das nächste Mal, ne? Gehen wir weiter. Der ist so süß. Das nächste Mal ist halt eine schriftliche, ne? Dann zahlen wir Ihren Lohn nämlich nicht mehr. Da können wir gerne weiter mal drüber uns unterhalten. Das nächste Mal beim Falschparken, legen Sie nochmal 20% drauf, dann können Sie sich auch anständige Klamotten leisten. Schönen Tag noch. Denk immer dran, immer den Blondie hier lassen. Ja, ich geh mal mit, ne? Ja, tschüss. Ja. Gut, okay. Dann wünsche ich Ihnen was. Ja. Und kündigen Sie endlich hier in Besowski da diesen Sense, diesen Zustand. So, und euch beide möchte ich gerne noch einmal sprechen. Du sprichst gar nichts. Dann nicht. Oh. Mach mal die Scheiße aus dem Gesicht. Geht nicht. Komm das Barett runter. Das geht. Und diese Schminke aus der Fresse, da mach ich nicht sehen. Der nächste Weg ist dann hier zu den. So, guten Tag. Digga. So. Du machst die Gesprächsthemen und ich beende. Jawohl. Ist das hast du das Fire Department erreicht? So, die sind doch hier, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt keinen eingeladen. Warte. Ich hätte so oder so mit ihm jetzt noch ein Gespräch gehabt, vor der Kaffeepause, aber... LSFD fürs LSB? Wo sind denn die jetzt? Die waren gerade noch hier. Ja, weiß ich nicht, vielleicht in der... Gut, Jungs. Das noch einmal hier aufmachen. Gut, die Herrschaften, habe ich das Gehör von jedem von euch? Na klar, na klar. Ja, so die Zigaretten aus. Ich habe da eben was zu gesagt. Wir haben das Fire Department hier zu Besuch, damit ich einen vernünftigen Eindruck habe. Das Barett wurde gerade eine Anweisung zugegeben, das kommt vom Kopf runter. Und ich weiß nicht, ob diese Kunst ins Gesicht aufgemalt ist. Das ist Capoeira. Capoeira. Ja, dann sollten Sie sich mal bitte abschminken. Wir sind Police Officer und keine Crackhuren hier auf der Straße. Haben Sie gerade ganz Brasilien als Crack-Huren beleidigt? Tatsächlich sieht das so aus, als wenn das, ja. Das sieht tatsächlich so aus, ja. Hallo. Nehmen Sie das bitte aus dem Gesicht raus. Lack wie! Mach einfach, der Chief hat immer recht, du kannst doch nichts sagen. Es geht nicht. Egal was du sagst, er hat immer recht. Ja, dann im Nachhinein, bitte.
Sie vertreten das auf das PD und dementsprechend möchte ich bitte gerne, dass Sie auch ein ordentliches Auftreten haben. Ihre Kultur und Ihre Kunst können Sie nach dem Dienst ausleben, aber nicht während Sie die Marke tragen. Gut, dann herzlich willkommen zur wöchentlichen Besprechung, die wir jetzt wieder einführen werden. Es wird jetzt wieder jeden Sonntag eine Besprechung geben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben ein paar Punkte zusammengetragen und auch ein paar Themen, die wir hier gerne ansprechen möchten. Unter anderem haben wir auch das Fire Department hier heute zu Besuch. Und da noch ein, im Nachgang oder im Nachhinein noch mal einige Sachen zu besprechen, was die Zusammenarbeit betrifft. Sollen wir das jetzt, wollen wir das vorziehen, jetzt das die Vorstellung? Ja, oder? Ja. Gut. Dann darf der Kollege vom Fire Department bitte einmal mit nach vorne treten und sich vorstellen. Ach, was schön süßer. Ja. Das ist Frank. Okay. Dann fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Hallo, mein Name ist Herbert. Herbert Henker. Chief of Fire Department. Oder Chief im Fire Department, wie man es sehen möchte. Ganz klar, aufhören zu winken. Genau. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Mit dem Herrn Zinsen, das hat ja schon öfters mal geklappt. Dass quasi im Absperrungsmaßnahmen er die Absperrung durchgeführt hat. Das klappt ja schon wunderbar. Und ich, dann freue ich mich auf das, was kommt. Irgendwer fragen? Ich tatsächlich. Wie sind Sie erreichbar? Welchen Funk? 911. Funk? Ja. Sie sind nicht im Fünferfunk? Nö. Weil uns wurde gesagt, Sie sind im Fünferfunk. In einem Fünferfunk? Warte, ich check das mal. Wer hat Ihnen das denn gesagt? Keine Ahnung, ein Kollege von Ihnen. Okay. Ja, dann halt Fünferfunk. Ja, gut. Dann gebe ich das gleich mal so weiter. Gut. Aber sonst weiter. Die direkte Durchwahl. Wunderbar. Mein Name ist auch bekannt. Perfekt. Wunderbar, richtig. Darf ich die nochmal eventuell. Darf ich die nochmal auch bekommen? Eventuell? Natürlich. Nämlich eben nach dem Telefonat vor der Pause habe ich sie nicht abgespeichert, leider. Ich glaube auch eher, dass sie mit meinem Kollegen gesprochen haben, mit dem Division Commander. Das kann sein. Der hatte mich nur von dem Gespräch hier informiert. Ah, okay, habe ich gekriegt. Ich gebe ihm meine auch direkt. Jo. Smith. Oh, okay. Super. Noch irgendwelche Fragen? Habt ihr noch Fragen, Jungs? Nee. Vince? Samo? Yamato? Nee. Gut, kommt mal ein bisschen weiter vor, dass ich nicht so schreien muss. Doch, weil dann bin ich auch erstmal wieder. Hau die hoch. Danke. Gut, kannst du weitermachen. Schön, süß, Sir. Sie haben da was im Gesicht. Wir machen das jetzt mit dem Rank-Up nach der Situation jetzt gerade. Ja, müssen wir abwarten. Müssen wir abwarten. Erstmal noch nicht, oder? Nee. Gut. Gut. Soweit, so gut. Nicht mehr. Redet ihr? Ich höre euch nicht. Ja, Umleck. Wir reden, ja. Das sind Sachen, die sind nicht unbedingt für dein Ohr. Bestimmt, Yamato. Achso, sorry, du Model. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, die Streifenbesetzung. Es ist aufgefallen, dass einige Kollegen alleine unterwegs sind. Wir möchten gerne, dass wenn jemand nachträglich in den Dienst kommt und eine Streife zur Verfügung steht,
oder schon unterwegs ist. Man kann es machen, dass zwei Leute eine Streife bilden und einer dann tatsächlich alleine fährt zur Unterstützung. Es ist aber auch möglich, dass eine Dreierstreife gebildet wird. Was mir aber nicht gefällt ist, wenn wir vier Einerstreifen oder zwei Einserstreifen unterwegs haben. Tut mir den Gefallen und bildet wieder selbstständig Teams. So wie vorher auch. Ich möchte ungern regelmäßig im Turnus irgendwie Streifenbesetzungen ausrufen müssen. Weil ich eigentlich gehofft habe, dass das so im Nachhinein selbstständig möglich ist. Das ist immer ein Haufen Arbeit, alle Kollegen wieder ins PD zu rufen, zur Streifeneinteilung, einteilen und wieder loszuschicken. Achtet bitte darauf, dass das selbstständig passiert von euch. Dann haben wir auf dem Zettel stehen hier das Verhalten gegenüber den Bürgern. Wir haben gestern vom PD hier ein Kamerateam gehabt. Ob es nun ein professionelles Team war oder auch nicht, das lässt sich, da kann man sich drüber streiten. Was mir persönlich aufgefallen ist, was auch diesem Kamerateam aufgefallen ist, während das Interview lief, dass Kollegen sich wie die Axt im Walde benommen haben. Wie soll ich sagen, wenn ein Officer da steht und sich eine Tüte anzündet, während eine Kamera am Laufen ist, ich finde, Dollar kann man sich selber nicht in die Schnauze hauen. Wir können hoffen, dass das nicht publik wird, dass da kein Fass draus aufgemacht wird. Sollte das so passieren, werden diejenigen Kollegen natürlich die Konsequenzen tragen müssen. Weil bis zum gewissen Grad können wir das ahnden. Aber sobald das IAA sich einschaltet, dann haben wir alle die Arschkarte. Schreibt euch bitte hinter die Ohren, benehmt euch. Der IAA ist nur dann gut, wenn es nicht da ist. Haben wir die Leute jetzt regelmäßig hier im PD sitzen und können regelmäßig antanzen zum Gespräch, auch in der Chief-Ebene, dann kotze ich im Strahl. Habt ihr das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem auch im Würfelpark. Achtet bitte darauf, dass ihr ordentlich und diskret handelt. Ja, es ist ein belebter Punkt, da ist auch immer viel los. Es spricht auch nichts dagegen, wenn man sich da Verstärkung ruft. Das dient auch zum Selbstschutz und zur Eigensicherung. Aber es muss jetzt noch nicht alle 5 Minuten da angefahren werden, um irgendjemanden zu kontrollieren. Und zumal auch nicht alle 5 Minuten dieselbe Person. Ob an der Beschwerde von den Personen was dran ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, ich war selber nicht vor Ort. Aber gnade euch Gott, wenn es so ist. Ich möchte gerne, dass wir wieder als Team hier zusammenwachsen, so wie wir es früher immer hatten. Habt ihr das verstanden? Ja. Ja, Mato. Was? Hast du das auch verstanden? Ja. Gut. Dann ist einigen Kollegen oder fast allen Kollegen ja schon aufgefallen, dass uns unser Hund Frank hier begleitet. Frank ist ein offizieller Officer des LSPD und ist auch so zu behandeln. Er ist ein Diensthund und hat natürlich dieselben Rechte und Privilegien wie wir, menschliches Personal hier auch. Ja, da greife ich mal ganz kurz ein. Da heißt es auch nicht, dass der liebe Herr Sins den Hund Jägermeister gibt, Ecstasy oder Heroin, ja? Was? Das wollen wir nicht, nicht mehr sehen. Das kann nämlich nicht sein. Frank ist gerade noch in der Findungsphase hier. Hat sich aber jetzt schon in der kurzen Zeit, in der er uns begleitet, wie soll ich sagen, hat sich gut integriert und gut eingebracht, leistet auch vorbildliche Arbeit. Tut mir einen Gefallen, wenn Bürger in der Nähe sind. Frank wird nicht gefüttert, Frank wird auch nicht gestreichelt. Problem ist aber, ich kurz reden? Ja. Problem ist aber, wir haben den ja nicht mehr kennengelernt, den Hund oder so. Der ist ja immer nur bei euch, bei uns wird er ja nie mitkommen. Der ist immer nur bei euch. Doch, der ist auch bald bei euch unterwegs. Kann ich euch schon mal sagen. Okay. Weil
wenn wir mal nicht da sind, kann es sein, dass er auch mal von zu Hause aus, wäre jetzt mein Zuhause, hierher läuft. Und was müssen wir dann machen, wenn die es trotzdem machen? Ja, den Hund von dort wegziehen. Den Hund von dort wegziehen am besten, wegrufen. Und die bitten, dass das nicht geht. Weil es ist ein Diensthund, soll nur gestreichelt werden oder gefüttert werden, wenn er irgendwas, na, was heißt gefüttert, belohnt werden, wenn er irgendwas Gutes gemacht hat. Da ist jetzt eine Drohung gefunden oder sonst dergleichen. Ne? Alles klar, aber wie gesagt, was ist, wenn die sich trotzdem widersetzen? Was ja, dann setzt ihr den Hund ins Auto. Eine andere Wahl gibt's nicht. Dann habt ihr aber auch sämtliche Möglichkeiten. Wenn es eine Anordnung ist und dem wird sich widersetzt, habt ihr andere Möglichkeiten, die Person daran zu hindern. Okay, und was ist zum Beispiel, wenn er, weiß ich nicht, versucht, den Hund zu attackieren? Ja, genau. Dann weiß der Hund, was zu tun ist. Ja. Oder beißt dann direkt zu. Okay. Und wird selber den Gefallen? Wenn es hart auf hart kommen sollte, dass da mehrere Leute draufgehen, dann wird getasert. Okay. Und wenn es dabei zu Waffen kommt? Ja, dann muss das schnell sein. Okay. Das klingt, aber dann müsste das schnell sein. Okay. Habt ihr das, ich sprich mal weiter, ich sprich dir später. Ja, wie gesagt, das waren jetzt eigentlich so gut wie alle Punkte. Gerade das Thema Frank. Frank begleitet uns beide aktuell vermehrt zur Ausbildung. Weil wir ihn gerade einarbeiten und auch selber erstmal gucken müssen, was hat Frank auf dem Kasten, auf welche Kommandos kann er schon hören und was müssen wir ihm noch beibringen. Genau, und sowas wie Jägermeister holen, ne, das müssen wir denen auch noch entrichtern irgendwie. Genau, wir wollen nicht, dass Frank ein Alkoholproblem entwickelt. Ja, wir haben ihn schon in der Behandlung gehabt, weil Sins ihn abgefüllt hat. Digga. Ja. Deswegen. Und Sins hat halt auch die Gitter aus unserem Auto rausgerissen, sodass er dann aus dem Auto gefallen ist, weil er so benebelt war. Richtig. Ich möchte gerne, dass ihr Frank als Kollegen ansieht. Er ist genauso ein Kollege, als hätte er zwei Beine. Und so möchte ich gerne, dass er behandelt und auch angesehen wird. Lasst euch nicht täuschen. Frank ist auch verdammt schnell, obwohl er ein bisschen fülliger ist. Und gerade weil er so kräftig ist, ist mit Vorsicht zu genießen, sollte er beißen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin von Frank auch schon gebissen worden. Es tut mächtig weh. Und wenn er zweimal Hubs macht, dann war's das. Hast du noch was? Von meiner Seite her waren das alle Punkte, die wir zusammengetragen haben. Habt ihr noch was, Jungs? Ja, das mit dem Thema Waffen, kam da ja schon was? Was zum Thema Waffen? Ja, das, wir haben ja als normale Officer haben wir zur Verfügung die 50er, sowie den Taser und die Combat Shotgun. Die Combat Shotgun dürfen wir aber nicht nutzen, nur in besonderen Fällen. Und wenn es beispielsweise wie gestern zu einer Schießerei kommt, zwischen Mikro-MPs oder was auch immer die da gehabt haben, dann hilft die 50er auch nicht immer. Mit der Reichweite und weil die haben vollautomatisch. Ja, was willst du denn da was würdest du denn sagen, was da passen würde? Naja, es ist halt ein bisschen schwierig, das umzusetzen, weil das ist halt ein bisschen. Mir würde halt dann eine Waffe einfallen, aber das wäre halt nicht so logisch, glaub. MP9. Nicht MP9, wie heißt sie denn? Diese MP5. MP5 oder so, keine Ahnung. Die sieht wie so ein kleines Maschinengewehr aus. Ja, ich kann dazu sagen, bei den Kollegen in Deutschland, in Übersee, ist in jedem Streifenwagen eine MP5 verlastet. Ja. Wir können mal gucken, ob wir uns die deutschen Kollegen als Beispiel nehmen können. Das müssen wir aber tatsächlich noch mit dem Chief und auch mit Washington absprechen. Ja. Ob das so umsetzbar ist und wir können das anstoßen, ja, dass dieses Problem besteht. Dass gerade dass sie die Officer aus der Patrol Unit im schlimmsten Fall keine Chance haben. Aber dann müsste man das auch mit einem klaren Regelwerk versehen. Ja. Sprich, dass das auch mächtig Ärger gibt, wenn das ausgenutzt bzw. nicht richtig, nicht ordentlich umgesetzt wird. Definitiv, aber du kannst beispielsweise, wenn es so eine Schießerei kommt, kannst du ja auch nicht mehr ins Auto rennen und dir die MP5 holen. Weil du bist unter Deckung, wirst abgeballert und du kannst dich ins Auto rennen und dir diejenige Ausrüstung holen. Ja, das ist richtig, aber ich meine, es ist ja schon mal ein Ansatz,
wenn diese Waffe im Auto verlastet ist, dann ist sie schon mal in der Nähe. Es ist doch besser, als wenn du jetzt hier zum PD rennen müsstest und holst sie hier aus der Waffenkammer. Das wäre auch, ja. Dann muss man halt im Vorderen, im Vornhinein sich vorher Gedanken machen, ist eine Situation, die zum Beispiel die eskalieren kann, dann muss man das Auto halt schon mal so positionieren, dass man das auch als Kugelfang hat. Das machen wir auch. Sich im Vornherein schon mal, wenn es jetzt eskaliert, wie reagiere ich? Wo verschanze ich mich? Wo habe ich Deckung? Wie komme ich an meine MP5 ran? Ja. Ja, und zumal seid ihr sowieso zu zweit, da kann man sich auch absprechen. Aus eigener Erfahrung sage ich, man kann auch mal das Feuer bedingt auf sich lenken, um seinem Kollegen Deckung zu geben, damit er an die Waffe rankommt. Aber das ist ein gesondertes Training. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Okay. Sonst noch irgendwas? Ja, ich hätte noch einen Punkt. Mhm. Einigen von euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass meine Schwester Julene Andrews wieder da ist. Nee. Die jetzt auch gerade hier unten im PD im Foyer war. Ach nee, Digga. Ich möchte bitte, dass aktuell, solange McBain jetzt noch nicht da ist, dass keiner McBain diese Info gibt. Das mache ich persönlich. Sonst noch was? Digga, wieso nur? Hilf mir Gott. Jungs, okay. Habt ihr noch was? Nee. Alles klar. Gut. Frank, hast du noch was? Anscheinend nicht. Frank sagt, ihr könnt los. Achso, sollen wir übrigens Frank für irgendwas belohnen oder wird das von euch belohnt? Inwiefern für was belohnen? Ja, irgendwelche Hunde-Leckerlis, keine Ahnung, wenn der beispielsweise bei einem Hundeauftrag, bei einem Polizeiauftrag, weiß ich nicht, Geiselnahme oder so, die Täter, weiß ich nicht, down bekommen hat oder so, nicht down bekommen. Niedergerissen, was auch immer. Aufgehalten ist ein schöneres Wort. Ja. Tatsächlich lassen wir uns da noch was einfallen zu, zwecks Hunde-Leckerlis und so weiter. Okay. Dass wir welche hier vielleicht gelagert bekommen. Ja. Wir haben aus eigener Erfahrung festgestellt, dass Frank sehr sensibel auf Burger reagiert. Er irgendwas kriegt ganz hier. Hier brennt fürchterlichen Jungs, Durchfall. Jungs raus. Hier. Im Fußmarsch bitte. Brennt. Vor allem ist der Feuerwehr da und es brennt. Geht mal schneller oder was? Jungs? Raus hier. Aus dem Nichts fängt es an zu brennen und der Feuerwehrmann ist unter. Scheiße, brennt das hier auch unter der Decke. Ich glaube, der ist noch gar nicht weggefahren. Wieso brennt es hier dann? Warum kommen hier dann Schüsse? Ah ne, ja, da das links. Das ist der Feuerlöscher. Achso. Wäre geil, wenn der Hund irgendwie auch die. Ja, das müssen wir nochmal gucken, ob wir die Schlösser so anpassen können. Ja, dass er irgendwie automatisch erkennt wird oder so, keine Ahnung. Wo will er denn jetzt hin? Da ist ein Motorrad. Gut, dann hätte ich noch einen kleinen Punkt. Da das jetzt ja ein reales Szenario ist und wir immer damit rechnen müssen, dass es tatsächlich brennt bei uns im PD, dass wir da nochmal eine Anweisung zuschreiben und dass wir das auch nochmal üben. Wie verhalte ich mich im Brandfall? Wo ist der Sammelpunkt? Und also ein Kram, dass wir das alles schön niedergeschrieben haben und das einmal durchüben. Aber komm mal her jetzt. Und dieses Barett kommt ab. Sieht ja fürchterlich aus. Okay, ja. Und nun? So. Nun müssen wir warten. Die Feuerwehr, was sagt. Kann der überhaupt raus? Kommt der Qualm ja, aus der Tür? Der hier. Kommt raus. Okay. Gerade auch noch die Tür aufgeschlossen. Ah, jetzt brennt das Foyer. Ruhe. Ja, mal. Rück dich. Ich dachte, er ist Frank.
Scheiße, das brennt ja in voller Ausdehnung. Ja, scheint so, als wenn wir das PD nicht mehr benutzen können. Kann ich mir eben ein paar Donuts holen? Small, ja, Mato, da geht keiner mehr rein. Wie sieht's aus, Meister? Das sieht sehr schlecht aus. Der Brand hat sich so schnell ausgedehnt. Ja. Sieht schwierig aus, bin ich ehrlich. Ja, was heißt denn mit uns sieht schwierig aus? Ich glaube, wir können den Brand jetzt noch kontrolliert unterbrennen lassen. Und dann. Das auf jeden Fall, aber ich werde gleich am Bürgermeister telefonieren. Ja. Dass sie irgendwie ein mobiles Büro oder so bekommen. Alles klar. Und dass wir dann schnellstmöglich vielleicht irgendwelche Bestandshäuser umkaufen und für euch einrichten. Neues PD wäre geil, ja. Ja, gut. Müssen wir schon wieder umziehen? Digga, das PD ist eh Katastrophe. Wie siehst du denn aus? das PD brennt. Alter, ich bin gerade aus der Garage rausgerannt, warum brennt's da drinne? Ja, weil es brennt, keine Ahnung. Ja, ein schönes PD. Herr McBain, bleiben Sie hier. Das ist, macht keinen Sinn mehr. Scheiße. Mann. Aber wisst ihr was? Auch wenn wir umziehen müssen, dann ziehen wir alle gemeinsam um. Ja, ich hoffe, wir ziehen um. Ich hasse das PD immer Gas. Also das heißt jetzt erstmal für euch, dass ihr nur noch die Garage nutzt. Schönes Haus. Wenn die noch in Ruhe da ist. Okay. Ich muss McBain jetzt sowieso erstmal was erzählen. Ja. Wir reden mit der IAA. Okay. McBain. Ja. Ich muss dir jetzt mal was erzählen. Okay. Was willst du? Am Sitzen bist du ja schon, ne? Easy. Ja. Jolene ist wieder da. Dein Ernst? Ja. Ist wieder im Land. Scheiße. Der Feuerwehrmann brennt. Oh, war das heiß? Das war heiß. Halleluja. Scheiße. Ist wirklich wieder da? Ja. Das ist sie tatsächlich. Danke. Danke. Da fällt mir gerade mal was ein. Sag mal, Jungs. Kürzlich sprechen. Jim hat gesagt, er wäre nicht da. So, durch den Funk so, er wäre nicht da, falls sie mit ihm reden wollen. So, und ich wusste nicht, dass du da warst, deswegen war ich halt zu dem Zeitpunkt der Höchste. Ja, ich bin genau in dem Zeitpunkt reingekommen. Ja. Wie gesagt, die provozieren nur die ganze Zeit, haben die ganze Zeit Dispatches gesagt, so Molotow und so hätte ich gemacht. Hm. Ich bin also, hast du nicht gemacht, ja? Nee, habe ich nicht. Da war auch kein Feuer. So, der Kollege Sins, kann das auch bezeugen. Dass ich gar nichts gemacht habe. Und das war, ja, ob das jetzt so arg auch dabei war, wo Smith mit dabei war, weiß ich jetzt nicht, aber so ein Vorfall, wie beim letzten Mal so. Ah, weißt du, McBain? Ja. 10 Minuten vor habe ich die Jungs noch zusammengeschissen, weil die einen PD geraucht haben. Okay. Es ist nur ein Gebäude. Nein, ist es nicht. Wir bauen viel Schöneres. Du musst einfach nur aufhören, den Hund mit Jägermeister abzufüllen, ne? Und Ecstasy wird den Mund auch nicht mehr geben. Scheiße, tut mir leid. die 13. Man kann es mal angucken, ja, das genau. Habe ich von denen bekommen. Ich weiß es nicht, was das ist. Das möchte ich nämlich auch nie wieder erleben, dass Frank so vergiftet wird von dir. Ach, der. Das geht nicht. Ja. So, und wer hat eigentlich. Wer hat eigentlich jetzt oben im Besprechungsraum geraucht? Wo habt ihr die Zigaretten gelassen? Nee, ich nicht. Ich bin ganz. Großer, was ist denn hier los?
Hä? Nichts. Guck dem PD zu. Du bist zu spät. Also jetzt kriegen wir ein neues PD, ja. Alter, ich freue mich. Wie immer. Aber du wirst schon holen. Sag mal, du freust dich darüber, ne? Mein schönes T-Shirt, ich muss in dieser Uniform hier bleiben, weil meine Klamotten da drin gerade am Versengen ja, sind. Ja, meine auch. Du. Oh, du Armer, das ist mir richtig schleif für dich. Das ist so besonders. Ja, meine Klamotten so, ja, ein Jim und McBain, komm mal kurz mit. Erstmal ins Gym. Ja. Erstmal ins Gym. Wo ist Rambo schon wieder? ich war ja ausgerufen, was wolltet ihr eigentlich? Ja, willst du es jetzt hier machen? Ja, woher, wie weit willst du denn noch weglaufen? Sag mal. Willst du es hier machen? Ja, wo willst du es jetzt sonst machen? Ja, das ist ins Büro, können wir nicht mehr. Kaffee? Nein, darf er nicht. Okay. Tja. Ja, Jax, also wir haben ja schon ein bisschen uns ausgetauscht. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für dein Verständnis, was das angeht. Dass du, beziehungsweise dafür, dass du das so siehst. Ich wurde ein bisschen informiert darüber, dass du, sage ich mal, ein Aufgabengebiet zugestellt bekommen hast, Jim. Ja. Und darüber habe ich mich mit Jax heute ein bisschen ausgetauscht, weil ich eigentlich dachte, er informiert mich über sowas. Und ich habe ihm halt auch gesagt, dass ich mir das gewünscht hätte, dass wir sowas zusammen entscheiden. Weil ich in dem Falle ihm eigentlich auch gesagt hätte, dass ich diese Position noch nicht geeignet für dich finde. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, einfach aus dem Grund, ich habe das Jack so zu vermitteln gegeben. Ich bin schlechter Einfluss, auf dich gerade abgefärbt und ja. Das habe ich, hab ich in keinem Punkt gesagt. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe gesagt, dass die Implementierung eines Pressesprechers, so rum, ich mir schon ganz gerne abgesprochen gewünscht hätte. Und ich habe auch gesagt, dass der Pressesprecher selber, ne, in meinen Augen das PD vor den Bürgern und den Nachrichten verteidigt und so quasi repräsentiert. Und demnach musst du ein seriöses und ernstzunehmendes Bild abgeben. Und diesen Respekt hast du dir aktuell nun mal leider durch deine jüngsten Aussagen ein bisschen verspielt. Denn wenn man an die vorherige Geschichte denkt, dann bin ich mir sicher, du besitzt die Fähigkeit, einen seriösen Pressesprecher abzugeben. Aber alleine, weil du nicht mit einer seriösen Bild entgegengenommen, also dargestellt wirst, bin ich der Meinung, ist es aktuell nicht richtig, dich auch als solchen Pressesprecher denn zu implementieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Das verstehe ich. Und da stehe ich auch hinter deiner Entscheidung. Ja. Wenn sich das natürlich, wenn sich das ändert, dann bin ich, also wie gesagt, ich habe nicht nur eine Rückmeldung von Jax bekommen, was das da gestern was war, in einer Situation, in der du dich bewiesen hast. Ich habe auch von Bürgern selbst Nachrichten bekommen, die dich da gelobt haben. Aber ich sag mal so, eine einmalige Situation würde für mich nicht irgendwie ausschlaggebend dafür sein, dass man gleich so ein Amt vergibt, weißt du? Kann man darüber reden, dann kann man nachdenken, dann kann man Vor- und Nachteile bequatschen, sich überlegen, ob das überhaupt Sinn ergibt, einen Pressesprecher irgendwie so einzuführen, und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wer das sein wird. Das ist in Ordnung. Ja. Das ist auch kein Posten, wo ich mich jetzt besonders drum reiße. Ja. Es gibt andere Aufgabenfelder, wo ich mich mehr drum kümmern muss. Das ist richtig. Und dementsprechend stehe ich da voll hinter deiner Entscheidung. Ja. Und akzeptiere das. Okay, du musst mir du musst mir das natürlich übernehmen, das sage ich dir in dem Sinne, weil das meine Einschätzung so ist. Und ich hoffe, du siehst das auch nicht irgendwie als, dass das irgendwas Persönliches ist oder so, ne? Ich habe dir nie was Übles über dich gedacht. Das werde ich auch nie. Im Gegenteil, du bist meine Familie. Und da stehe ich vollkommen hinter. Jungs, ich muss euch sagen, ich vergesse mich hier gleich, wenn das Feuer hier weiter brennt. Ja, der PD ist im Arsch jetzt. Ja. Ja, es ist. Ah, ist okay, dann können wir zum Fire Department. Die geben uns bestimmt Unterschlupf. Es ist nicht nur das Gebäude. Es ist einfach nach und nach zerbricht einfach viel, weißt du? Naja. Na, wisst ihr was, Jungs? Hauptsache, wir haben uns noch. Ja. So eine Jonas, Alter. Ja.
So. Ihr wisst bloß gerne, wer seine Zigarette auf den Boden geschmissen hat. Na, Yamato hat doch oben schon wieder in Gentleman der. Gut. Jim, würdest du mich und Jax kurz nochmal alleine lassen? Ja, natürlich. Das reden ich, weiß ich nicht. War unser Warnmechanismus, wenn unser Feuerlöscher leer ist. Achso, okay, alles klar. Ja, das ist doch jetzt scheiße. Ja. Naja, aber wir haben gerade schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Wir haben ein neues Bestandsgebäude für Sie. Oh. Das hört sich doch schon mal gut an. Direkt fertig oder muss das noch eingerichtet werden? Ah, es ist, sagen wir so, zur nächsten Kaffeepause ist es auf jeden Fall begehbar. Oh, ja. Geil. Hauptsache, wir haben da irgendwie einen Spind, wo wir uns umziehen können. Ja, und, das kriegen wir schon die hin. Die Technik noch nicht so ganz eingerichtet ist. Das Scheiß auf die IT. Ah, wir haben schon. Herbert, komm mal her hier. Ganz Mechaniker. Geil. Komm ran auf den Meter. Ja. Das heißt wieder Handarbeit. Akten mit der Hand schreiben. Akten werden sowieso aktuell nicht geschrieben. Warum nicht? Weil wir keinen Zugriff auf das System haben. Habt ihr das noch nicht? Nee, man kann ab Commander auf das System zugreifen. Warum wurde das jetzt eben nicht angesprochen bei der Besprechung? Ich hab das McBain schon geschrieben. Ach, McBain weiß das schon? Ja. Ja, okay. Er meinte, er will sich das System nochmal angucken. Aber, ja. Aber soweit ich weiß, hat man ab Rang Commander Zugriff. Yamato, wie ich schon gesagt habe, das ist nicht üblich. Und tu mir einen Gefallen, schrei bitte leiser. Sorry. Schreist du wieder so laut? Ja. Herr Frank. Das passiert, wenn man raucht im Gebäude. Ja, immer sind die Raucher schuld. Ja. Oh, fragt sich bloß, wer da. Wird der Brand nicht gelöscht? Nein, nein. Da kann man nichts mehr machen. Wie, da kann man nichts mehr machen? Die Feuerwehr hat gesagt, das ist. Da geht nicht ist mehr. Ist futsch. Ja. Ich guck mir das mal von weiter weg an. Viel Spaß. Jo. Ich hab keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall. Das fing auf einmal an zu brennen in der ersten Etage und dann hat sich das schlagartig ausgebreitet. Was ist Frankie? Die Feuerwehr war da, aber da ging gar nichts mehr. Frankie! Na du? Mister! Ach, du bist wieder so süß! Ich hab Mister gesagt und nicht Pudel. Ach. Ja? Bärchen? Ja? Ich bin Hund. Okay, ey, soll ich dich mit dem Hund kurz hier lassen, eine Minute? Ich würde gerne mal mit dem Herrn reden. Mit welchem? Der hinter dir steht. Okay. Mit mir? Ja, steck mal ein. Jolene. Was willst du? Jetzt sind wir ja tatsächlich mal alleine. Frankie! Kannst du nochmal so cool Hallo sagen? So, mit Foto und so? Oh, guten Tag. Ich hoffe, du hast das Feuer gut überstanden. Und dir ist nichts passiert? Oh, da musst du verpinkeln. Wie geht's dir? Wie soll es mir schon gehen, wenn man mich im Gefängnis versauern lässt. Glaub mir, ich hatte da nichts mit zu tun. Mhm. Genau wie mich auch keiner rausgelassen hat. Nett. Aber bin ich ja gewohnt von dieser Familie. Jim. Also, ja. Dass du Bescheid weißt, ab der nächsten Pause sind wir erstmal im Fire Department. Wir haben uns da erstmal ein bisschen Platz gemacht. Ja, okay. Können die das nicht löschen? Nee. Nö. Warum nicht? Wir haben keinen Leiterwagen, der da rankommt. Sicher, hier fährt auch einer mit Drehleiter rum? Ja, die meinten wohl, die ist kaputt. Also die haben doch gerade eben die... Hä?
Die sind mit ausgefahrener Leitung leider bei unserem Würfelpark hergefahren. Ja, keine Ahnung. What the fuck? Deswegen kommen wir erstmal da unter und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und die Maske einmal bitte aus, ne? Achso, ja, klar. Sorry. Vergessen und so. Super, danke. Ich hab sogar wieder ein Hallo gekriegt von Frankie. Sag mal, lass uns mal bitte kurz alleine. Ach, bitte nicht. Oh, Frankie, bitte nicht. Der fängt an zu beißen. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass wir beide doch wieder vernünftig miteinander reden können. Naja, da steht, naja, ich wurde jetzt zweimal im Gefängnis versauern lassen, also. Habe ich dich eingesperrt? Nee, du hättest mich aber auch rausholen können, oder? Bevor man geht. Ich wusste nicht, dass du eingesperrt bist. Mhm. Ich habe meinen Versetzungsbefehl gekriegt und bin ausgereist. Also hast du dich nicht gewundert, dass ich 3 Wochen nicht aufzufinden bin? Jolene, du bist mal mehrere Jahre nicht aufzufinden gewesen. Tut mir leid, für 3 Jahre Knast, sorry. Film? Hatte ich vergessen. Ich hätte ja eine Brieftaube losschicken können. Hast du McBain schon was erzählt? Ja, weiß er. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Ich würde nie zulassen, dass dir irgendwas passiert. Mhm. Deswegen darf Sins mich auch anzünden, oder? Wie stellst du dir das vor? Ach du heilige Scheiße, was war das? Ja, Feuerwehr ist doch eh da. Ey, ey, pass auf, das Feuerwehrauto geht auch gleich in die Luft. Pass auf. Komm, komm schnell da weg. Boah. Was ist denn hier los, verdammt? Da reden wir nochmal, oder? Ey, das. Nein, nein, das. Das Feuer ist von da auf die Autos übergesprungen. Scheiße, Mann. Ey, die sind da hinten so gebrochen, das interessiert die gar nicht. Ne. Einfach deren Leben ist ja kaputt gegangen. Oh nein, oh nein. Ich hab Pudel ab morgen, seid ihr alle Straßenpenner? Ne, die haben sich im Fire Department eingelistet. Echt? Ja, ja. Ey, der Hund rennt weg. Costa, ich weiß, du hältst nicht viel von mir. Ich halte nicht viel von irgendwem, der hier arbeitet, um ehrlich zu sein. Ah, das ist richtig. Aber dann tu mir einen Gefallen. Ja? Halt ein Auge auf meine Schwester, wenn ich das nicht kann. Jetzt kommt er wieder mit diesem Bruder-Ding. Ich glaub's nicht. Okay. Habe ich da in der Vergangenheit nicht gemacht, oder was willst du mir erzählen? Ich weiß, dass du es getan hast. Ja. Ich weiß auch, dass du es wieder tun wirst. Und weißt du auch, wer die größte Gefahr für deine Schwester war? Na? Ja, dein Karnevalsverein hier vielleicht. Also sonst wollte keiner an die Wäsche gehen. Wenn die Probleme hatte, hatte das komischerweise immer mit euch Hampelmännern zu tun. Ich kann da nicht meine Hand drüber halten, das kann ich nicht. Ja, gut. Aber finde ich gut, du hast mir ja gerade mit anderen Worten gesagt, dass ich gegen euch schießen soll, habe ich kein Problem mit. Das sollst du natürlich nicht. Ja, dann raff deine Leute. Bade da hinten den langhaarigen Flugkopf mit Nobeln. Wird auch sicherlich nicht gerne länger mit dir reden, aber ist gleich Pause. Ich muss jetzt leider weg. Komm mal dann mit etwas Zeit. Du musst Zeitdruck. Mich tragen, du musst mich gerade tragen, bitte. Pass auf, ich auf. Das, warte. Scheiße, verdammt. Das ganze PD brennt ab. Keine Ahnung warum. Das ist kaputt, das Gebäude. Das geht nicht mehr. Das brennt in voller Ausdehnung. Scheiße. McBain. Ja. Das kriegen wir wieder hin. Nein. So wie immer. Nein, tun wir nicht. Was denn? Worauf bezogen? Auf das PD? Auf alles. Mach dir keinen Kopf, das wird schon. Es gibt für immer, für immer alles eine Lösung. Wir reden gleich nochmal. Ich geh einen Kaffee trinken.